Spassig. Es ist schon so lang her. Und einen Weg fällt's mir noch schwer. Hier drüber zu schwätzen, Wörter zu finden, ich muss mich. Hier drüber zu schwätzen, Wörter zu finden, ich muss mich richtig überwinden. Moment bitte. Was machst du? Ich? Ich spiele Klavier. Ja, das sehe ich, aber das an dem Spiel passt doch nicht. Wieso nicht? Weil ich hier gerade eine Heulgeschichte erzähle. Oh nein, eine Heulgeschichte. Aber nicht schon wieder etwas wegen dem FCB. Nein, nicht wegen dem FCB. Ich habe gesagt, eine Heulgeschichte und nicht ein Trauerspiel. Also, was für eine Heulgeschichte erzählst du denn? Ja, was mir eine Heulgeschichte halt so erzählt. Es ist eine saumässig traurige Geschichte, die mit Fasnacht und einem ganz engen Verwandten von mir zu tun hat. Einem ganz engen Verwandten? Genau. Der Halbbruder von meinem Cousin zweiten Grades stiefväterlicher Sitz. Aha, einen ganz engen Verwandten also. Ja, es geht. Ich weiss eben nie, wie er heisst. Ja, aber eine Heulgeschichte, bist du sicher? Todsicher. Das ist gut wegen der Stimmung. Wegen der Stimmung also. Gut, dann gibt es jetzt eine Heulgeschichte über den Halbbruder von deinem... Cousin zweiten Grades. Ah ja, zweiten Grades. Stiefväterlicher Sitz. Natürlich. Wo wie er heisst. Das weiss ich eben nie. Das weiss ich eben nie. Gut, fangen wir doch einfach mal an. Ja, bitte. Gespässig, es ist schon so lang her. Und einen Weg fällt's mir noch schwer. Dort drüber zu schwätzen, Wörter zu finden, ich muss mich richtig überwinden. Vor langer Zeit, es ist fast nicht mehr wahr. Zum genau sein sind sie jetzt gleich 3 Jahre. Da hat der Dings am Sonntag zur Nacht noch schnell sie Nein, Gast... sorry, also das können wir doch nicht bringen. Eine Heulgeschichte über den Dings. Ja, aber ich weiss doch nicht, wie er heisst. Ja, dann sagst du ihm halt irgendwie. George. Oh nein, wie ein George sieht der Dings aber nicht aus. Also, wie sieht der Dings denn aus? Das weiss ich nicht. Hat doch den noch nie gesehen. Der Halbbruder von meinem Cousin, zweiten Grades. Ja, ist schon gut, ist schon gut. Also wie ein Schorsch sieht der Dings definitiv nicht aus. Nein, auf keinen Fall. Aber vielleicht so ein bisschen wie ein Fridolin Balthasarius. Ein Fridolin Balthasarius? Oder wie ein Hans. Hans, wir nehmen Hans. Gut. Gespässig, es ist ja so lange her und einen Weg von mir noch schwer, darüber zu schwätzen, wer das finde ich, muss mich richtig überwinden vor... Vor langer Zeit, es ist fast nicht wahr. Zum genau sein sind sie jetzt gleich 3 Jahre. Da hat der Hans am Sonntag zur Nacht noch schnell sein Kostüm fertig gemacht, damit er, wenn's den 4 ist, lohnt, auch pünktlich in der Glicke steht. Ganz aufgeregt ist er ab ins Bett zur Frau, wo die schon geschlafen hat. Voll Freude hat er den Wecker gestellt und dann zum Schlafen Schöfli zählt. Dann ist's passiert. Es nimmt mich mit. Im Tiefschlaf hört er's Schallen nicht. So hat er Hans, hat mir ihn genannt, den Morgenstreich schlichtweg verpennt. Ende! Ende! Das ist es gesehen. Hey jo, ist das nicht zum Heulen? Was das? Willst du es eigentlich verarschen? Der Halbbruder von deinem Cousin zweiten Grades, stiefväterlicher Sitz, wo wir nicht wissen, wie er heisst, hat vor 3 Jahren, wo notabene wegen der Pandemie gar keine Fasnacht war, den Morgenstreich verpennt, was gar nicht gegeben hat. Jo, aber wenn's ihn gegeben hat. Jo, aber das ist doch so keine Heulgeschichte. Da wäre ja jede Geschichte über, sagen wir mal, die Grosspappe noch passender gewesen. Meine Grosspappe? Oh nein. Da ist letztes Jahr, am Fasnachtsdonnerstag, nach 75 Jahren aktiv Fasnacht machen, heimgekommen, ist im Kostüm zur Grossmama ins Bett gelegen, hat ihr einen Schmutz gegeben und ein Mimösli neben das Bett gelegt und ist dann völlig zufrieden
der Arabi-Summen. Das glaube ich. Mit einem Lächeln im Gesicht, für immer eingeschlafen und ist im Fasnachtshimmel. Er war mein Fasnachtsheld. Was ich da gehört. Aber eben, der lebt ihm. Ja, eben. Oh!